Wie gehe ich mit schlecht gelaunten Menschen um? Also diese Frage wird mir oft gestellt und meine Antwort darauf, ich gehe gar nicht mit sehr schlecht gelaunten Menschen um. Also mir ist es im Grunde egal. Das ist ihre persönliche Wahl. Und warum muss es mich irgendwo beeinflussen? Tut es nicht, weil ich weiß, wer ich bin, wo ich bin und wohin ich möchte. Wenn du aber dich persönlich betroffen fühlst, dass jemand aus irgendeinem Grund schlecht gelaunt ist, dann ist es dein persönliches Problem, welches eigentlich nicht mit dieser Person zu tun hat, sondern mit deiner Wertschätzung. Also irgendwo meinst du, dass du musst den anderen gefallen, du musst für den anderen etwas tun, um mehr geliebt zu werden oder mehr Anerkennung, was auch immer. Erkenne, dass du kannst nur für dich selbst leben, dich selbst beeinflussen, für dich selbst sorgen und du bist niemals für die anderen zuständig, sei es deine Freunde, sei es dein Ehemann oder auch deine Kinder. Das ist jetzt in diesem Moment ihre Wahl, schlechte Laune zu haben und warum muss es dich irgendwo jucken? Ja, also wenn es dich aber trotzdem sehr stört, dann hast du eine Möglichkeit. Du könntest es in dir verändern durch deine persönliche Erkenntnis und deine persönliche Wahl, indem du sagst, ich spüre meine Socken, ich bin in dir, was auch immer jetzt gerade draußen passiert, ich fühle mich in mir, ich bin in meine Kraft. Und ich bin in meine Energie. Und wenn das jemand ist von Menschen, welche du magst, ja, vielleicht ist es jemand aus deiner Familie oder sind das vielleicht deine Kinder, du könntest dir diese Person jung, schön, gesund, glücklich vorstellen für 5 Sekunden bis 10 Sekunden nicht mehr und dann wieder spürst du deine Socken und du sagst, was auch immer draußen passiert, ich bin in meiner Energie, ich bleibe in meiner Energie und das ist meine Entscheidung. Außerdem dieses Betroffensein, beeinflusst zu sein von außen, das ist das Thema der Bauchspeicheldrüse. Stärke deine Bauchspeicheldrüse, indem du aufhörst, Zucker zu essen, Süßigkeiten zu essen, Kaffee mit Mehl zu trinken, überhaupt solche Dinge wie Kaffee zu nutzen, weil das macht dich ja natürlich, sag mal so, schlabrig energetisch, wo du deine Energie nicht halten kannst. Du musst deine Solarplexus-Chakra stärken. Das ist die Energie, die du halten kannst, wenn deine Bauchspeicheldrüse in Ordnung ist. Also Kohlenhydrate von allem Weizen und alle Süßigkeiten, alle Lebensmittel mit hohem glykämischen Index beeinflussen dich geistig so, dass du eigentlich gar nicht mehr in dir bist. Daher, wenn das jetzt genau auf dich trifft, dann schau auch zusätzlich deine Ernährung an und du kannst immer noch im Instagram meine zuckerfreie Challenge anschauen und mitmachen. Da habe ich einen Monat lang jeden Tag gepostet, Video gemacht für dich, wo du mit mir ganz einfach und wirklich wie ein Spaziergang zuckerfrei dich ernährst und du siehst, welche Vorteile es dir bringt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Bleib in dir, spüre deine Socken. Alles Gute. Ciao, ciao, Lumira.